Danke dir nochmal. Bitte bis nächstes. Danke. Exactly, I am the pro card. To your new IDB pro. Rania Samazano! Servus Leute, wir sind jetzt in Alicante angekommen, vorher und gleich mal direkt in den Café, Pre-Workout gegessen, Koffein getankt. Und jetzt gehen wir hier ins Titan Fitness, ein richtig geiles Gym, sehr viele Athleten dabei. Und ja, jetzt am Sonntag startet die Wiebke und die Niki in der Bikini-Klasse. Und die Steffi ist auch mit dabei und hilft uns. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. Dann gehen wir mal rein. Gehen wir nochmal in die Backpose. Schulter schießt du perfekt. Mach mal ganz, ganz bisschen den Lat auf. Ne, wieder zusammen. So sieht es besser aus. Vor allem, du hast halt einen echt guten Trizeps. Wenn du es so rausdrehst, dann sieht es zu fett aus. Ja. Ich würde es gerade halten hier. Und dann kommt auch nämlich hier der Schwung besser rein in die Schulter. Mach so, ist gut. Siehst du, ich bin braun geworden. Ja. Ja, noch ist es rot. Aber Beuge ist auf jeden Fall freier. Aber der Oberschenkel ist rechts ein bisschen weniger zu sehen. Ja. Weil dann sieht es einfach im Verhältnis zu den Glutes einfach besser aus. Hast jetzt Vakuum, oder? Das hast du jetzt noch nie geübt, ja. Hat sie dir auch gesagt, du sollst deinen Arm am Bauch so weit nach vorne halten, ich muss hier weiter nach hinten, ja. Weil sonst verdeckst du mich deinen Bauch. Ja. Du stehst aber schon gut da eigentlich. Nimm mal den Ellenbogen ein bisschen nach vorne vom rechten Ellenbogen, deinen rechten Arm. Ne, den rechten. Nimm den ein bisschen nach vorne. Genau. Weil du hast eine schmale Taille im Vergleich zum Rest. Du kannst eigentlich nach vorne rücken. Ja, genau. So will ich bleiben. Dass du einfach, weißt du, diese Linie hast. Von hier bis hier. Dass du das zeigst im Line-Up. No, I think the bikini color. With the hairs, it's the same color, and the tan is the same. But her physique was a more balanced physique. Yes, yes. All right. I saw her the day before. I will, if anyone that knows me, if I see on the in my show, I say it in my mind all the time. Yeah. I don't care who the judge. I know all the judges. Jetzt sind wir in der Unterkunft angekommen. Richtig schön. Wir zeigen euch mal ein bisschen, wie es hier aussieht. Also hier erstmal. Eine schöne große Couch mit TV, Fernseher. Dann ganz wichtig immer für unsere Athleten, große Küche. Hier, Kühlschrank ist echt Hammer. Dann wünsche ich mir auch wieder heim. Echt groß. Mega. Also, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich alles dabei. Vor allem ganz, ganz wichtig, die Athleten wissen auch Bescheid. Gute Kaffeemaschine haben wir am Start, Mikrowelle auch. Darf nicht fehlen, ja. Da ist alles am Start, da kann man essen und ja, also wir haben echt viel Platz
Einmal Schlafzimmer, zwei Betten, drei Badezimmer, also hier ein Badezimmer. Dann haben wir nochmal so einen Abstellraum. Dann nochmal Schlafzimmer mit Bad. Auf der anderen Seite auch nochmal Schlafzimmer mit Bad, also Luxus pur. Haben wir gut ausgesucht. Gepäck haben die echt auch in Spanien einiges. Also kannst du es, glaube ich, nicht mit Deutschland vergleichen, aber okay. Es sind schon bessere Sachen dabei. Jetzt haben wir vorher einkaufen und wir zeigen euch jetzt mal, was wir so alles eingekauft haben für die Peak Week. In zwei Tagen geht es hier auf die Bühne und ich will ein bisschen was dazu erklären. Also machen wir den Kühlschrank auf, erstmal die Sachen, die im Kühlschrank gelagert werden sollten. Also es ist nicht alles jetzt für unsere Athleten, so Getränke zum Beispiel mit Kohlensäure wollen wir eher meiden, weil das kann den Bauch natürlich aufblähen. Ja, zum Beispiel fangen wir mal mit Gatorade an. Wieso Gatorade und nicht Powerade oder andere Produkte? Weil das hat Maltodextrin und das wird halt viel besser aufgenommen, das macht die Muskeln eher voller, weil es halt keine Fructose enthält und wird auch meistens einfach gut vertragen. So gerade Backstage, ein bisschen was davon trinken, hat auch Elektrolyte, kann einfach dafür sorgen, dass der Athlet ein bisschen voller bleibt und auch wirklich fit ist. Also auf jeden Fall ein bisschen Gatorade. Hier in Spanien gibt es ja Gatorade. In Deutschland muss man das bestellen. Dann haben wir so ein bisschen Basics. Also ich will mal kurz was Generelles mal erklären. Die Wiebke, die ist zum Beispiel eine ganz andere Athletin von der Physik her, vom Aussehen auch, wie die Niki. Ja, ihr seht in den Videos, die Wiebke ist sehr, sehr hart, sehr trocken und hat einen sehr schnellen Stoffwechsel. Bei ihr muss man ja gucken, dass sie voller wird, weil sie gerade so ein bisschen zu trocken ist. Das heißt, wir müssen sie heute ein bisschen mehr laden. Während die Niki ist genau das Gegenteil. Auch die Prep ist komplett anders von ihr. Ganz zwei komplett unterschiedliche Athleten, die werden noch komplett unterschiedlich gepiekt. Und die Niki ist eher eine Athletin, die immer voll ist, prall ist, aber eher Wasser hält. Also bei ihr muss man ja gucken, dass sie trockener wird. Die behält die Fülle und bei Wiebke muss man gucken, dass sie eher voller wird. Deswegen nur so als Erklärung, wieso es hier so unterschiedlich ist. Fangen wir mal hier oben an. Ich lasse generell meine Athleten eigentlich in der Peak Week fast genau das gleiche essen wie in der ganzen Prep. Wir experimentieren nicht rum. Das Einzige, was jetzt sein wird, wir werden das Gemüse jetzt reduzieren. Also von ca. 500-600 Gramm auf ungefähr 100 bis 200 Gramm. Zum Beispiel die Wiebke hat jetzt hier Blattspinat, weil sie es sehr, sehr gut verträgt. Rote Paprika verträgt sie gut. Eier als Proteinquelle, aber auch als Fettquelle. Ein bisschen Heidelbeeren. Und dann haben wir halt frisches Fleisch, weil ihr seht, hier unten haben wir auch Aufschnitt. Aber es hat halt sehr viel Salz und wir wollen das Salz genau tracken. Deswegen benutzen wir Salz immer extra mit Salzsticks. Also wiegen das wirklich ganz genau ab und dann können dann dementsprechend auch was verändern. Deswegen, das ist nur für uns, nicht für die Athleten. Genau, dann, was gibt es noch Interessantes? Gut, hier Tonic für einen Special Drink. Das erklären wir vielleicht dann morgen. Und ansonsten ein bisschen Marmelade. Gerade so Backstage, ein bisschen schnelle Kohlenhydrate essen, einfach um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Also es macht jetzt keinen Sinn, Backstage eine Stunde vor der Bühne laden zu wollen. Also die Kohlenhydrate müssen schon vorher in der Muskulatur landen. Das ist eigentlich nur für den Blutzuckerspiegel gedacht. Genau, ansonsten sehr viel Wasser trinken. Ein bisschen Pilze haben wir noch hier dabei. Zucchini, also alles, was die Athleten kennen, halt einfach gut verdauen. So Sachen wie Leitgetränke versuchen wir so gut es geht zu vermeiden. So ein bisschen Eistee Light ist okay, aber ansonsten eigentlich nur Wasser trinken und Tee und Kaffee. Genau, das sind jetzt mal zu den kühlen Sachen. Dann, was die meisten wahrscheinlich auch schon kennen, der Klassiker, Reis. Ja. Auch das wird einfach gut vertragen von den meisten. Das, was man praktisch in der Diät ist, sollte man auch in deiner Prep essen. Reisflocken haben wir auch dabei. Zum Beispiel der Unterschied auch mal hier von Wiebke und Niki. Wiebke kann zum Beispiel Whey-Protein benutzen, hat gar keine Probleme, hat keine Verdauungsprobleme, wird nicht wässrig, während Niki kann eigentlich gar kein Eiweißpulver benutzen, deswegen benutzt sie als Eiweißquelle Fleisch und Eier. Und Niki hat halt eher eine fettreichere Ernährung, wenig Kohlenhydrate für die Peak Week.
Sie wird morgen ein bisschen Kohlenhydrate bekommen, aber viel, viel weniger als Wiebke. Wiebke dagegen kriegt viele Kohlenhydrate. Aber wir müssen halt einfach gucken, dass der Magen flach bleibt. Deswegen das Nahrungsvolumen muss gering bleiben. Wir können jetzt nicht einen großen Salat essen oder Brokkoli oder sowas, sondern wir müssen schauen, dass einfach kaloriendichte Lebensmittel gegessen werden vom Wiebke, damit einfach der Magen flach bleibt. Also hier auf jeden Fall Reis, natürlich Reiswaffeln backstage und ja, ansonsten sind eigentlich die Basics, die wir so eingekauft haben. Ja, also du bist jetzt besser als davor. Und viele haben das Problem, dass die eher zulaufen tagsüber. Ne? Du wirst eigentlich eher besser und das ist gut. Super. Geh nochmal in die Front. Also Glutes sind auf jeden Fall besser geworden. Würde mich nicht wundern, wenn du morgen mehr Pump hast. Das wäre schön. Ich glaube, morgen wirst du besser dich fühlen. Guten Morgen. Was machen wir hier? Ja, wir sind jetzt hier ein bisschen fertig beim Arbeiten. Schon wieder am Arbeiten. Ja, ein bisschen hier. Gerade eben Blutwerte ausgewertet von der Klientin und jetzt gibt sie dementsprechend ein paar Supplements-Empfehlungen. Ja, ein bisschen Check-ins machen, weil als Coach kann man jetzt nicht einfach irgendwo verreisen und sagen, ich mache jetzt mal gar nichts. Gibt's nicht. Also du bist auf jeden Fall heute härter, aber auch nicht flach unbedingt, nicht flach, aber ja. Hautfarbe ist sehr, sehr dünn. Okay, so, wir gehen nochmal in die Front. Folgendes, machen wieder die gleichen Carbs wie gestern, 3,25 und machen 10 Gramm mehr Fett. Und dann schauen wir während dem Tag, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Machen nochmal einen Formcheck mittags nach dem Training, machen E-Posing-Training und heute Abend nochmal. Mhm. Und dann können wir immer noch ein bisschen bestimmen, mehr oder weniger machen. Und Salz würde ich gleich halten, 8 Gramm. Das war gut. Ja, gut vertragen. Ja. Wasser, 7 Liter. Ja. Lass uns gleich. Ja. Sie schaltet wirklich gut aus. Ja. Mir gefällt es. Bestimmt, du siehst detailliert aus, ne? Bauch schön frei. Ja, der jetzt kommt hier. Ja. Aber die machen immer so ein Bild. Hey, das sieht so krass aus, ey. Aber der Beuger war, wenn du es mal anguckst, der Beuger heute war freier als gestern. Aber siehst du oben den Glutes? Ja. Mhm. Da ist mehr Pop wieder drin. Da ist wieder mehr. Mhm. Da kommt wieder ein bisschen was rein. Soll ich mich hier noch mehr reindrehen? Also. Noch mehr nach vorne? Ja. Nee, ich finde, das drehst du schon viel rein. Oder hast du das Gefühl, du kannst noch mehr nach vorne drehen? Ein bisschen vielleicht. Probier's mal. Vom Glut ist das besser. Ja. Weil der Glut schiebt sich hier hoch. Hier ist er tiefer, siehst du es? Hier setzt er tiefer an. Ja. Der obere Glut, auch Gluteus Medius, ist hier auch weiter oben. Ich will eigentlich das auch mit dem Bein nicht stören. Nee. Ich habe nur gesagt, das ist halt der Unterschied, aber dafür hast du halt eine kleinere Lücke als hier. Ja, aber ich finde, die Schultern müssen noch ein bisschen voller kriegen. Ja. So, Walle, Formchecks sind gemacht, Frühstück ist auch drin. Was steht als nächstes an für heute? Ja, jetzt gehen wir zur Registrierung. Erstmal die Athleten registrieren und danach direkt ins Fitnessstudio. Den letzten Pump abholen, das machen wir strategisch, um einfach die Kohlenhydrate, die wir jetzt heute laden, in die Muskeln besser reinzutransportieren. Und gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man am nächsten Tag so ein bisschen Druck hat in der Muskulatur. Ja, und anschließend wird eigentlich den Rest des Tages entspannt. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass der Cortisolspiegel runtergeht. Also werden wahrscheinlich noch nachmittags ein bisschen rumliegen, die Form checken. Wir machen Posing-Training heute. Nach dem Krafttraining auch nochmal so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten anpassen. Vor allem zum Beispiel auch bei der Wiebke heute Morgen
probiert die Hüfte ein bisschen mehr nach vorne zu drehen, sah besser aus, sind so Kleinigkeiten. Und die können aber im Endeffekt sehr viel ausmachen. Ja, und ansonsten werden wir dann ein bisschen was essen. Heute Abend vielleicht noch einen kleinen Drink trinken zum Entspannen. Das ist unser Ritual vor jeder Show und da freuen wir uns schon sehr drauf. Also die Athleten entspannen. Du bist eher am Arbeiten, würde ich mal sagen. Ja, wir beide, gell? Wir sind beide am Arbeiten. Also heute Morgen haben wir gearbeitet, jetzt gerade Check-ins gemacht, nachher nochmal ein bisschen Check-ins machen, aber dann ist Schluss für heute und morgen konzentrieren wir uns nur noch auf die Show und genießen das Ganze. Hier reinzukommen und das ist irgendwie ein Studio, wo man, glaube ich, per App sich da eine Tageskarte holt. An der Rezeption ist keiner. Schauen wir mal, ob es klappt. You are now in the presence of a king. Guten Morgen aus Benidorm. It's Showday. Also heute ist der Showtag und ich bin schon sehr, sehr gespannt, die Form zu sehen von den beiden Athleten. Wir haben eigentlich bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr gut. Haben den Gameplan auch schon gestern Abend aufgestellt für heute. Sie werden ungefähr nachmittags auf die Bühne gehen und jetzt checken wir erstmal die Form ab und dann passen wir eventuell den Plan an. Viel Spaß dabei. Und immer dran denken, dass ich groß mache, ja, damit die Falte weg ist. Die ist jetzt weg gerade. Jetzt geh 5 Schritte nach vorne, stehen bleiben dann. Das ist krass bei dir, also du kriegst 0 Fülle. Egal was wir machen, ja. Aber du bist halt viel trockener, auch der Bauch ist gut, Alter. Merkst du es? Wie fühlst du dich? Voll gut. Gut, gell? Der ist schön flach. Die Beule ist auch ein bisschen weniger geworden. Ja. Das ist dann auch gut, wenn ich schwanger mache. Wenn du jetzt gerade Pro siehst, der Druck in der Muskulatur. Gut. Ja. Top. Ey. Hüfte, ja. Wir machen es so, wenn du auf der Bühne bist, wenn du die Hautfalte machst, sage ich Falte. Und wenn ich sage Hüfte, dann drehst du mehr nach vorne. Okay. Einen leichten Druck, genau. Jetzt kommen mehr Details rein. Top. Wir müssen bei dir gucken, wenn du nachher Backstage bist, und echt Oberkörper viel aufpumpen. So, Wally, was sagt der Formcheck? Bist du zufrieden mit den beiden? Ja, ich gucke mir gerade hier die Bilder an von gestern morgens und heute morgens. Wir versuchen es immer im gleichen Licht zu machen, so ein bisschen zu vergleichen. So ganz Kleinigkeiten am Posing kann man immer verbessern. Das ist auch ganz wichtig, deswegen nehmen wir uns auch die Videos auf. Und die Form ist auf jeden Fall bei beiden besser. Also beide sind härter geworden, aber auch fülliger. Also bei Niki war es mehr so, wollten eigentlich, dass wir härter werden. Vor allem, dass der Bauch noch flacher wird. Das hat sehr gut geklappt.
Werdet ihr jetzt auch vielleicht in den Bildern dann sehen, in den Vergleichbildern, dass der Bauch viel flacher ist. Und bei Wipgame jetzt nicht mehr Härte, sondern einfach mehr Fülle, ohne die Härte zu verlieren, ohne die Details zu verlieren. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Und ja, im Endeffekt bin ich sehr, sehr zufrieden. Also man sieht mir das vielleicht an, ich bin entspannt. Okay, perfekt. Was steht dann jetzt noch an, bis es zum Wettkampf geht? Jetzt bis zum Wettkampf, ein paar Mahlzeiten sind noch geplant. Wir haben es gestern schon den Plan fertig gemacht und wir passen es dann an, je nachdem, wie sie aussehen. Also machen wir auch nochmal einen Formcheck. Und ansonsten werden jetzt das Styling gemacht, Haare, Tanning. Und später gehen wir dann noch zum Make-up. Haben wir dann einen Termin um 2 Uhr. Und ich denke mal, so ein, zwei Stunden später geht es schon los. Also ist ein vollgepackter Tag. Du bist jetzt auf jeden Fall voller geworden. Ist gut. Ist genau richtig, ja. Muss nur noch halten. Sehr gut. Hast du Druck aufs Bein, linke Bein? Ja, passt gut. Aber du drehst es gerade wieder. Ja, genau, jetzt. Lass es so rotiert. Perfekt. Okay. Ist gut. Wir sind ready. Let's fets. Woo! Walle, erzähl mal, was machst du hier? Jetzt wir stehen noch an. Jetzt einen Touch geben, ein bisschen ölen. Wir müssen noch gucken, dass wir nicht zu viel machen, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Und dann pumpen wir uns auf und die Niki macht jetzt erstmal Novice. Also mal zum Aufwärmen Novice mal reinkommen. Und danach kommt die Open Class E, wo es dann um den Sieg geht. Thank you very much, Nico. This says welcome, 113. For 111, 112 switch. Woo, Nikki! Back pose. Last place in the gold medal goes to our winner, Nicole Sakoski. Nice, we got you. Ich hab gewonnen. Aber ich hab. Das ist jetzt. Wir standen da vorne. Das ist jetzt. Ja, aber für was ist es jetzt? Novice. Okay. Geil. Jetzt werden die Färbung mitleiten. Nein, kann man was damit tun? Wir haben mich sofort mit dir gelassen. Ja, ich hoffe jetzt auch nochmal. Front pose. Thank you, ladies. You can leave this thing. Thank you. Right, thank you, ladies. Wie fühlst du dich? Gut? Gut. Ich hab Bock. Ich freue mich jetzt einfach, dass es jetzt losgeht. Ready für die Stage? Voll, glaube ich voll. Simon. Na, da, oder? Für was war das jetzt, Wanne? Damit es klebt, damit es besser hält. Ja,
die Hose sitzt jetzt nicht, noch nicht 100%. Wir haben, die passt nicht mehr perfekt. Ja. Wir haben aber jetzt für die nächste Show ist schon das Bikini eigentlich bestellt. Es war jetzt ja 3 Wochen Prep und sehr spontan, dass wir hier sind. Das war jetzt einfach wie so ein Kleber, der einfach ein Bikini festhält, oder? Genau, okay. Das klebt alles fest und dann sitzt es auch alles mit Posing. Thank you, ladies. You can leave the stage. Thank you. Thank you, ladies. We'll see you back for the awards. Third place medal goes to 135 Vickers Lesman. You brought Big Man Wicked Crowd, you brought Big Man Rick, the title of 223 MPC Worldwide Big Man Wicked Bikini Champ, and present the IABB Pro Card to your new IABB Pro. You may take it to Rania Samantano. Weil er hat nicht gesagt, du musst jetzt, boah, dir fehlen 5 Kilo Muskeln. Er hat gesagt, deine Arme ein Ticken mehr, ein bisschen voller und mehr Upper Glutes. Das heißt, trainiert Paul eigentlich nur noch Upper Glutes, Schultern und Bizeps. Und Bizeps. Und Bizeps auch, weil es macht absolut. Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazcas. So, wir haben uns jetzt 2 Riesen Paella bestellt, hatten gerade schon Vorspeise und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, nach unserer überteuerten Paella haben wir uns jetzt noch ein Eis gegönnt. Ich habe Pistazie und weiße Schokolade. Mega geil. Die Athletinnen können sich mal nicht entscheiden, welche. Schon, aber viel. Check-Aus-Zeit, oder Wally? Ja, die Zeit ist schon wieder vorbei, war sehr schön. Aber jetzt geht's wieder zurück. War ein sehr schönes Wochenende mit euch allen. Gehen wir noch nach Alicante, oder? Jetzt gehen wir nach Alicante und checken mal dieses Brunchit ab. Da waren wir letztes Jahr schon, das soll sehr, sehr gut sein. Gucken uns ein bisschen mal die Stadt an, ist auch wirklich schön dort. Freu ich mich schon sehr drauf. Und dann geben wir noch ein Feedback so zu gestern, oder? Genau, ja. Wir geben euch auch ein Feedback. Musste erstmal alles sacken lassen, die ganzen Eindrücke gestern. Und dann gibt es nachher auf jeden Fall ein Update von mir. Gut, dann sehen wir uns später. Gefahren bzw. in so ein Einkaufscenter. Ups, wir waren kurz shoppen. Und der Supermercado ist krank. Guckt euch mal die Schinken an.
Die sind sogar alle einzeln gesichert, weil die so teuer sind. Wir gucken jetzt mal, was es hier so Fancyes gibt. So, Walle, wir waren jetzt gut essen, waren noch kurz in Alicante und jetzt sitzen wir am Flughafen. Gib mal kurzes Feedback, Recap, wie so jetzt das Wochenende war. Also das Wochenende war mit euch sehr schön. Es ist ja immer so interessant, wenn mal ja, eine neue Truppe zusammenkommt mit verschiedenen Individuen. Ich kenne euch ja alle einzeln, aber es war sehr, sehr entspannt und hab's euch auch vorher gesagt, die Steffi hat hier geholfen mit Tanning, mit Haare. Du hast die ganze Zeit geschnitten, hast sogar für uns gekocht. Ja. Sehr gerne. Küche sauber gemacht, es war super entspannt. Ein bisschen wie Urlaub, aber es war natürlich auch Arbeit. Ich meine, wir beide vor allem haben ja auch sehr viel gearbeitet zwischen den Athletenbetreuungen. Muss ja trotzdem die Betreuung der anderen Athleten ja weitergehen. Also das ständiges Arbeiten, ständig dranbleiben. Und ich denke, wir haben es, glaube ich, auch so ein bisschen gezeigt, so hey, wir chillen jetzt nicht nur den ganzen Tag und machen ein, zwei Formchecks, sondern im Gegenteil, wir sind eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Macht aber sehr viel Spaß. Und ja, was soll ich sagen, es war jetzt der erste Wettkampf in Benidorm. Der Emilio, der Promoter, hat mir schon letztes Jahr mir die Location gezeigt, der hatte Gänsehaut dabei und es war wirklich Gänsehaut. Also ich habe noch nicht so eine schöne eingerichtete Location gesehen. Man hatte Tische, wo man sich hinsetzen konnte, was bestellen konnte zu trinken. War sehr schön. Auch Backstage-Bereich war okay, weil es kann man nicht viel erwarten jetzt, aber Backstage war in Ordnung, die Location wunderschön, die Bühne auch gut, die Organisation. Wirklich was Besonderes, ja. Ja, und ja, zum Wettkampf an sich, also ich bin mit beiden sehr, sehr zufrieden. Die Niki hat alles gegeben, wir haben eine sehr lange Prep mit uns gebracht. Wir konnten auch die Form jetzt nochmal steigern zu Portugal vor 2 Wochen. Leider war das Ergebnis jetzt nicht das, was wir wollten. Wir hatten zwar den Novice gewonnen, was sehr schön war, erster Sieg. Ist nie einfach, auch in der Novice. Aber wir wollten ja höher, wir wollten eigentlich im Overall stehen. Und ich muss schon sagen, es war schon gerechtfertigt. Ich hätte sie, es ist immer so, als Coach hast du vielleicht immer so einen leichten Bias. Ich hätte sie vielleicht ein, zwei Plätze schon weiter vorne gesehen. Aber die Konkurrenz war wirklich gut. Sehr starke Athleten. Der Bikini und in der Men's Physikklasse finde ich, die Leistungsdichte war bei diesem Wettkampf besonders sehr, sehr hoch. Und war bestimmt für die Judges auch nicht einfach, da gerade in der Bikini-Klasse das richtig zu bewerten. Ja, und für Wittke war es auch so, wir haben im Endeffekt das Ganze spontan gemacht, 3 Wochen Prep und sie hat den 3. Platz gemacht, sie hat sich sehr gut präsentiert, es war eine sehr kurze Prep, wir waren spontan, also wir sind praktisch, wir wollten eigentlich erst in 5 Wochen starten in Österreich, da habe ich gesagt, hier, deine Form ist schon so gut, lass uns doch mal zum Test mal im Ausland starten, ich bin dabei, ich kann dich besser kennenlernen, ich meine, es ist unser erster Prep zusammen und ich muss auch sagen, die erste Peak Week ist nie so gut wie die 2., 3., 4. Peak Week, weil du musst den Athleten halt kennenlernen. Wir konnten auch so ein paar Sachen rausfinden. Zum Beispiel bei ihr ist es so, wenn sie tagsüber isst, wird ihre Form ein bisschen schlechter. Sie muss etwas weniger essen. Das konnten wir so sehen. Die Form war morgens, vormittags besser als nachmittags. Feedback vom Harvey, vom Judge, war extrem gut. Also er hat sich, glaube ich, eine halbe Stunde lang und sich Zeit genommen. Ein super lieber Kerl. Hat uns ganz viel Feedback gegeben. Und es ist natürlich für uns Coaches, Athleten sehr wichtig, dass wir auch wissen, okay, aber woran können wir arbeiten in den nächsten Wochen? Also war für mich, für uns Athleten, glaube ich, sehr aufschlussreich. War schön, wir haben auch ein bisschen Medaille mitgenommen, einen 3. und 1. Platz. Bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich schon auf die nächsten Shows mit euch. Und wenn ihr jetzt bis jetzt hier dran geblieben seid, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne auch Feedback da lassen. Und wenn Feedback kommt, dann weiß ich, okay, ihr wollt mehr davon haben, mehr Insights vielleicht bekommen. Und dann werden wir auch bei den nächsten Shows hautnah dabei sein. Und dann wünsche ich euch noch alle einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.